hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Crusader und wir spielen heute eine Runde Jute Offensive, aber in einem besonderen Modus. Und zwar spielen wir diesmal die Amerikaner, die verteidigen müssen, und die Deutschen müssen Jute Offensive angreifen. Ihr seht schon, das Ganze ist auch im Dunkeln. Das heißt, wir haben so ein bisschen, ja, regnerische Stimmung. Es neigt sich gegen Abend. Ich finde, dieser Spielmodus im Dunkeln, der ist sehr attraktiv, weil das Wetter ist halt ein bisschen dynamisch. Es kann auch sein, dass es in einem späteren Spielverlauf nochmal heller hier auf dieser Karte wird. Also hier ist alles in der Form möglich. Und wir haben hier schon einen Gegner am Fluss. Ja, wollte sich da noch hinlegen, aber heute nicht, mein Freund, heute nicht. Auf jeden Fall den Flusslauf Richtung Kapelle decken. Die Erde geht garantiert auf. Da hinten in der Ecke ist keiner. Da wird gleich jede Menge Gegner wird aus der Richtung kommen. Die Erd wird von einem MG42 gedeckt. Also die spawnen dann gleich direkt durch an der Erd. Yo, die sind schon komplett im Süden, ist schon sau viel Gegner. Ich muss zusehen, dass ich auf den OP spawne, in der Punktmitte. Die sind sehr schnell jetzt in den Süden gekommen. Das wird hart, das wird richtig hart. Jiko, dann lass uns mal beim Haus mit dem roten Dach spawnen. Mist, wir haben auch keine Garni auf Kapelle, also wenn die gleich von Süden aus reingepusht kommen, war es das direkt mit dem Punkt. Ich habe noch eine Position. Ja, dann ist Kapelle schon durch. Wir können, wenn die einmal drin sind, können wir die nicht wieder rausholen. Nein, er hat gewartet. Es sind schon Gegner zwischen uns und der Kapelle. Das ist vorbei. Wir brauchen da ein OP, ganz dringend. Wie eine Insel, kommst nicht drauf. Das ganze offene Feld gehört alles schon den Feinden. Ja, die waren viel, viel früher drauf auf Kapelle als wir. Der Gegner hat hier einfach einen Speedcap gemacht, er hat abgeworfen, Leute vorne direkt reingesetzt. War vorbei, bevor es angefangen hat. Er sitzt in der Ecke und wartet. Der kämpft sich jetzt schon zum zweiten Mal aus derselben Ecke ab. Jetzt ist er reingestellt, ganz links in die Ecke, und hat dann da einfach gewartet. Nee, das ist, wird nichts, das ist vorbei mit Kapelle, das kannst du vergessen. Da haben wir zumindest gar nicht, aber wir haben 40 Sekunden Respawn-Time, wir haben den Full-Spawn. Wir müssen da jetzt direkt spawnen und reinlaufen, sonst ist das sofort weg. Wir brauchen mal noch eine Garrison bei Haus mit rotem Dach als Backup. Also da könnt ihr doch mal die Supply setzen. So, Frage ist, womit versuche ich das jetzt zu halten mit dem Sturmangreifer? Das ist eine gute Idee. Da sind jetzt auch schon genügend gespawnt, das heißt WN5 wird eine Zeit lang definitiv verteidigt werden. Aber die werden nichts gegen die Panzer machen können und werden wahrscheinlich komplett überrollt. Zusehen, dass ich vorne in den Graben komme und eine Angriffslinie irgendwo hin blocken kann. Ich weiß, dass hier in dem Bereich, da bei Ping, da ist eine gute Stelle, da kann ich mal versuchen, mich hinzukämpfen. Da ist ein Bunker. Wenn man bis dahin überhaupt kommt. Ich weiß nicht, bis wohin der Gegner hier was eingenommen hat. Ich könnte auch, wie gesagt, oben in die Trichter rein. Da soll ich dann aber lieber ein Gewehr mitnehmen. Wäre aber hier an der Stelle eine gute Position, glaube ich.
wo man viele Feinde rausnehmen könnte. Hui, die Leiche hat aber einen ordentlichen Abflug jetzt gemacht. Einen Spraydown reingejagt. Der steht so schnell nicht mehr auf. Oh, und der war sehr gut drauf. Der war richtig, richtig gut drauf. Ich glaube, das war ein Trade Kill. Er ist auch tot. Wenn er so ein paar Schüsse mehr mit rausgehauen hatte. Aber der war ziemlich gut drauf, den hätte ich mit einem Headshot wegmachen müssen. Der war schon auf Aimpoint drauf und hat da schon gewartet, bis ich an der Stelle ankomme und ihn versuche zu holen. Ich werde gleich nochmal versuchen, in die Richtung zu gehen. Das war jetzt doch relativ produktiv. Allerdings ist ein Gewehr, glaube ich, an der Stelle trotzdem besser. Es sind halt diese weiten, offenen Felder und da kannst du halt besser mit dem Gewehr interagieren, als wenn du da jetzt versuchst, mit der Thompson halb übers Feld zu ballern. So. Oh ja, der OP hier ist schon gut was. Und mein eigener, der mich da gerade mal schnell angeschossen hat. Auch wieder eine eigene Handgranate, eigener Beschuss, eigene Handgranate. Jetzt sind mir die... Oh. Fährt wieder ein feindlicher Panzer an. Gegen die Panzer werden die wenig machen können, weil der Atela, Killerkalle, der hat vielleicht schon einen, aber unser Pionier, der hat noch keinen Panzer und hat auch keine Ahnung, was er da macht. Was ein bisschen schade ist, aber
kannst du halt jetzt gerade nicht ändern. Es sind halt viele neue Spieler mit dabei. Wir haben hier einen Rekin, der könnte von hinten den Panzer hops nehmen, wenn er gut ist. Ja, auf jeden Fall sehr wünschenswert. Auch eine Pack stehen, das ist gut. Ich glaube, ich versuche es lieber über die linke Seite, da ist mehr Luft. Oder ich verkrümmel mich im Trichter. Ja, der Lux, der jallert hier ordentlich rein, der kann hier ordentlich Mann rausnehmen. Uns mal hier meine Overwatch-Position Number One an. Den Sprung habe ich so lange geübt und trotzdem fällt er mir ziemlich schwer, ihn korrekt auszuführen. Das ging jetzt auf dem ersten Mal, das war das Vorführlack, aber normalerweise geht das nicht auf dem ersten Versuch. Ja, ich merke gerade, es ist noch zu früh für die Posi, der Gegner ist noch nicht so weit. Kann ich noch ein bisschen mit nach vorne rücken. Wir haben das anscheinend vorne noch relativ gut unter Kontrolle. Straße scheint relativ frei zu sein. Da kommt man sehr weit nach vorne mit. Dann vielleicht nach links oder nach rechts rein. Links anscheinend eher. Okay. Da ist wieder ein Panzer reingeballert. Panzer, die können mich immer ganz gut rausnehmen. Schwierig gegen die zu bestehen. Die rücken auch immer weiter vor, was mir wirklich nicht gefällt. Die kommen vom Strand, vom Kartenrand. Vom Strand? Wie vom Strand? Mit der Airhead? Oh ja, die sind close dran. Nein, ich hab's nicht geschafft. Er hat den OP. Er hat direkt drauf gezielt. Er war zu schnell. Ja, die kommen alle von hinten. Airhead. Die sind richtig gut im Aim und richtig flott. Die können nicht mehr auf den Punkt. Das hat der Gegner schon. Ja, ist jetzt vergessen die Runde. Wir müssen von hinten jetzt halt schnell wieder anlaufen. Wir haben keine Garnison dahinter oder sowas. Ja, wir setzen vielleicht noch einen Garnison beim roten Dach. Der rennt jetzt von hinten einfach durch und macht alle alleine tot. Oh Mann, das war übel, dass da jetzt einfach einer reingepusht ist und der hatte übel schnelles Aim, also der war super schnell drauf mit dem Karabiner. Der hätte zwar noch treffen können, aber missaimed. Ja, die rennen von hinten komplett als Masse jetzt rein. Erst einer gefunden, hat alle umgebracht, jetzt rennt die Masse rein, gleich fährt ein Panzer vorne rein und ist Feierabend hier. Mit Glück komme ich nochmal im Punkt, wenn der Panzer weiter daneben schießt, aber da brauche ich echt schon ganz, ganz viel Glück.
Man kann auch zum Punkt laufen, das geht noch. Werden hier aber die Lücken in der Scap, wo die Gegner durchflüschen können, es wird immer größer. Jetzt ist Zeit für den Trichter. Ja, nee, schafft man nicht mehr. Zu viel Druck, der Gegner macht schon Druck, Druck, Druck. Da klappt mein Finger wieder nach unten weg und das Dauerfeuer stirbt man halt sehr schnell. Und jetzt kann ich ja auch nicht mehr rausgehen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist Feierabend. Dann komme ich hier nie wieder rein. Tiger fährt auf Ping aus an den Punkt ran. Hey, morgen Ichigo. Wir haben einen feindlichen Puma auf Ping. Der braucht noch einen Schuss, dann ist er weg. Der Tiger steht nach wie vor auf Ping, guckt aber noch nicht in unsere Richtung. Ah, kannst du dir auch meinen YouTube-Kanal ansehen. Ja, ist das der Tiger? Man sieht überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn treffe oder nicht. Also es fällt mir wirklich schwer, auch wenn ich näher ranrücke da. Das war zu viel. Ich hoffe, der Tiger hat mich gesehen. Das war zu viel. Da bin ich mit Aussehen ein bisschen hochgegangen. Der Tiger hat instant geschaltet und mich da weggebollert. Also das Aim vom Tiger bzw. der Tiger Crew ist schon... Das war jetzt beeindruckend. Der hat mich direkt da drin wahrgenommen. Der Tiger muss raus. Der Tiger kennt den Spot und hat mich da oben jetzt gut rausgeholt. Mist, ich wollte nie an den Bildschirm ran und hab aus Versehen auf meine Wii-Taste gedrückt und bin in den Bunker, also meine Stellung da hochgegangen. Nicht so gut. Ja gut, ich weiß, dass da in der Ecke die Gegner sind. Da ist viel gestorben.
mir zwei. Nein, er lebt noch, der Typ lebt noch. Mist, der bewegt sich die ganze Zeit. Mist, der pusht. MP40, Dauerfeuer. Und hinter mir stand eben einer, der hat mich geblockt in dem Ding, das war krank. Junge, hat der mich da blockiert, ey, Wahnsinn. Der das wohl mit Absicht gemacht hat, weiß ich nicht. Das wird jetzt die nächste Angriffswelle, weil die sind jetzt schon an diesem Bunker, wo du warst, mit dem kompletten Squad. Ja, die drücken da komplett aus Norden durch. Und auf jeden nicht erwischt, der hat sich die ganze Zeit bewegt, wenn ich geschossen habe. Gut, da rennen welche durch die Gräben, Diego, vor uns durch die Gräben, da kommt gleich einer. Ich hab ihn. Der ist hier echt durchgerusht wie sonst was, der Typ. Da kommt noch einer. Einer ist im Bunker bei Ping drin. Rechte Seite. Den Bunker clear. Ja, da kommen noch mehr rüber gerannt. Den Graben. Ah, der Panzer hat da reingeschossen. Durch ein sehr kleines Fenster. Guter Schuss vom Tank. Also der Tank, der ist aimtechnisch sehr stark aufgestellt gerade. Ich habe, glaube ich, auch noch abgedrückt. Das war wieder ein Trade Kill. Das wird ein hartes Spiel. Müsst ihr nicht arbeiten gehen heute? Na klar. Keiner muss arbeiten hier. Alle haben frei. Oh Junge. Das war knapp, ich bin gerade noch ins Haus reingekommen. Vom Haus. Nein, ach, hier bei meinem Bunker ganz viele Gegner, ganz, ganz viele. Das ganze Team rennt da durch die Gräben, da ist richtig, richtig viel. Oh Mann, da kommt so viel rein. Ich würde da so gerne irgendwie draufhalten, aber ich kann nicht. Ich kann da nicht draufhalten, ich würde so gerne da draufhalten, da sind so viele drin. Ja,
Ich aim hier vorne schon ab. Ah, er kommt rum, er ist überall. Die rennen wieder komplett durch. Junge, sind da viele, meine Güte. Die kommen durch den Graben, die dringen da jetzt in Punkte ein. Ja, das wird nicht mehr lange halten an der Stelle. Die werden durch den Graben auf jeden Fall durchkommen. Ne, die kommen da durch den Graben wie bekloppt durch. Also die rennen durch den Graben über den Punkt. Vorne rennt jetzt auch ein ganzes Squad rein. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch zu halten ist. Kriegt eine Sprengladung hier vorne ran. Ja, okay, sie haben mich weggesprengt. Vorsicht, eine Ladung geht da gleich hoch, die clearet dann ein bisschen den Graben. Sein der Gegner nimmt sie ab, ich hoffe nicht. Aber die cappen jetzt auch durch, also jetzt ist sowieso der Punkt weg. Ich habe euch die ganze Zeit gesagt, der Graben. Es war nur der Graben. Die hätten den Graben decken sollen in Richtung der Bunkeranlagen. Ah Mist, jetzt habe ich irgendeinen getötet, sorry. Blöd ist, dass der letzte Punkt nicht zu halten ist. Na, der hat noch mehr Deckung als WN5. WN5 hat er jetzt noch mit die meiste Deckung, beziehungsweise meiste offene Flächen für den Gegner. Der nächste ist nicht so einfach. Da hätten wir den Graben um einiges mehr decken müssen. Und die rote Zone ist jetzt auch ultra nah dran am letzten Punkt. Da kann eine Garnison direkt vorm Punkt bauen. Das ist richtig. Im letzten muss da noch ziemlich weit laufen. Das schaffen wir, Leute. Nee, da, also das kannst du jetzt nicht mehr schaffen. Das geht beim letzten Punkt nicht. Wenn sie den so einfach WN5 überrennen, geht der Punkt definitiv nicht. WN5 hat 2,5 Klicks, wo sie laufen müssen. Die können keine Garnison in der roten Zone bei sich bauen. Und unsere blaue ist ihre rote Zone. Jetzt guck mal, wo ihre rote Zone vom Punkt anfängt. Das sind 3 Meter oder so, wo die ihre gar nicht hinsetzen können. Ja, das wird jetzt hier extrem hart werden. Da ist der Tiger. Vielleicht hat er jetzt einen Fehler gemacht und ist ohne Infanterie Support vorgefahren. Der Panzerkampfwagen 4, der will mich angucken, aber ich bin schon weg. Er schießt durch die Hecke und gibt mir einen Headshot. Er schießt schnell durch eine Hecke und haut mir einen Headshot rein. Das ist ein guter, also die haben sehr gute, krasse Aimer bei den Panzern. Unser Panzer steht hinter ihren Panzern, aber guckt in eine falsche Richtung. Ja, egal. Ich versuche den trotzdem zu sprengen, den Tiger. Deswegen bin ich extra Attila jetzt, um die Panzer mal ein bisschen aufzuhalten, weil ich weiß, dass die Panzer primär mit reindrücken. Man hier schon wieder schießt. Irgendein MG, was die Hecken runterballert. Tiger, den hat schon zerlegt, okay. Oben überall Feinde, unten laufen hier auch schon welche. PZT ist auch weg, okay.
Nee, da hört noch was, das ist unser Panzer wahrscheinlich, der jetzt ankommt und die von hinten doch irgendwie geknackt hat. Geht jetzt weiter im Grabenfight oben im Norden. Nee, im Süden, Entschuldigung, im Süden. Nee, der Strand da zu spawnen, das ist eine ganz dumme Idee. Das war jetzt nicht gut. Ich werde den Strand gar nicht lebend erreichen. Man wird Feuer erschaffen. Ja. Ich würde ihm auch jetzt die Schuld daran geben. Direkt rausboten. Ihr glaubt nur alle nicht an euch. Ich glaube nicht an dich. An mich glaube ich schon. Ping den mal. Das ist unser Panzer. Die haben definitiv eine verstärkte südliche Angriffsrichtung. Dann gehe ich einfach mal hoch auf den Berg und versuche mich da ein bisschen durch die Gräben zu kämpfen. Was? Überhaupt keine Ahnung, woher der Schuss jetzt kam oder die Schüsse. Es war ja Mehrzahl, ey. Da hat ja alles rumgesplattert. Oh Mann, ich würde gerne im Norden weiter Druck machen, weil ich weiß, sie werden aus im Süden weiter Druck machen, weil ich weiß, sie werden aus dem Süden definitiv in den Punkt einfallen. Da bin ich mir zu 150% sicher, der Gegner kommt mit Masse aus dem Süden, bevor er versucht, den Fluss zu nehmen. Sagen, vielleicht bietet die Küste mehr Deckung, aber die Küste hier bietet auch gar keine Deckung. Vielleicht stehen die oben weit genug in den Gräben drin, dass sie mich jetzt nicht sehen, aber die werden, ja, sie kommen schon an der Küste. Ihnen links hat es schon erwischt von irgendeiner Kacke. Der hat mir auch noch einen Schuss reingedrückt. Tiefflieger hat mich im Graben erwischt. Sehr gutes Kommandanten-Aim an der Stelle. Feindlicher Kommandant hat da den besten Tiefflieger rausgehauen, den ich seit langem gesehen habe. Wir haben keine Garnison mehr auf dem Punkt, wir brauchen eine neue da. Sein Job für den Offizier. Bau eine Garni, los. Wir brauchen sie. Und dann Supplier, Jigo kann ja. Ach, hier liegen nur noch 40 Supplies. Jigo, der braucht noch mehr Supplies. Fehlen halt noch genau 10. Die Leute wissen alle, dass der Gegner von da kommt. Ich glaube nicht, dass sie links im Graben viel weiterkommen werden.
Farm ist jetzt voll mit unseren Leuten. Den Angriff haben wir auf jeden Fall geblockt. Ich sehe blinks aus dem Punkt. Das heißt, der Fluss wird jetzt genommen. Oh, die kommen da rein Richtung Norden jetzt, da kommt auch viel. Jetzt hat der Gegner ordentlich Meter gemacht. Jetzt machen sie den Sack zu. Nicht, wenn wir noch spawnen können. War schon einer im Haus drin. Ich glaube, ich werde hier. Sprengladung liegt hier vorne dran. Oh, da sind so viele. Sprengladung, Vorsicht, an der Brücke vorne liegt eine Sprengladung. Bankala, Sprengladung liegt da. Komm schon, mach Boom. DCS-Sprengladung habe ich an die Brücke gelegt. Das macht gleich Boom. Entschuldigung. Ja, hier liegen überall Supplies und so. Der Gegner ist auf der anderen Heckenseite da. Echt gut vertreten. Das wird hart. Jetzt sage ich schon die ganze Zeit, dass es hart wird, aber es ist hart. Wo ist der Panzer? Wenn ich kann, ich würde ja nochmal eine Sprengladung an dieselbe Stelle legen. Da kommen jetzt so viele aus der Ecke rein. Panzer auf Dogmark. Okay, ich versuche mal dahin zu kommen. Das ist halt nur Geballere. In der Ecke ist halt absolute Hölle.
Ja, der Panzer, der fängt mich ab, bevor ich an ihm ankomme. Der Tank, der sieht mich direkt, wenn ich da irgendwie versuche anzulaufen. Das ist krass. Wir müssen uns da erst rauskämpfen, an den Panzer komme ich nicht ran. Wo guckt denn der hin? LOL, wo guckt denn der Tiger hin? Der guckt nach hinten, der Tiger guckt nach hinten, der guckt nicht zum Punkt. Das ist ja, das ist, okay, der guckt zum anderen Panzer, der hat mich sofort gesehen. Unser Panzer ist gleich Schrott von dem GA3 da. Der Tiger guckt ihn an. Oh, der dreht seinen Arsch steht zum Punkt. Wenn wir den Tiger rauskriegen würden, wäre natürlich geil. Der muss so weit fahren, wenn der wieder reinspawnt. Respawn geht schneller. Auf Medic zu warten ist nie eine gute Idee. Ich könnte jetzt wieder mit einer Satchel arbeiten und versuchen die Mauern zu sprengen, aber ich glaube, das werde ich gar nicht mehr schaffen. Der OP geht auf jeden Fall 10 Sekunden schneller. Wir sind vor der Mauerseite sind ganz viele Gegner. Ja, aber den Panzer, den kriegt man nicht tot. Der ist sehr clever. Der hat eben gedreht zu unserem Panzer hin. Ja, Diego, da sind welche im Punkt. Die schießen alle weg. Bin eben direkt hinter dir durch einen Gegner gestorben. Vielleicht stand da auch noch ein Feind. Komm schon, nochmal ins Spawn. Sehr gut. Wir müssen dagegen pushen, wir müssen aus dem Punkt rausdrücken. Es bringt nichts, uns hinter unseren Mauern zu verstecken.
Wir brauchen den Platz. Da sind so viele Arme Punkt dran, das ist so krank. Ja, da sind aber noch mehr. Also die Außenseite der Mauer ist noch voll. Das Fall ist hier auch nicht mehr, aber wir müssen dringend rausdrücken. Hier drin stehen beim... Der Tiger steht da oben drauf. Junge, was für eine Kacke. Ja, der Tiger steht im Norden oben auf den Dünen und schießt den Punkt. Die hat eine Satchel hinten dran. Und Antipanzerminen hat er auch noch welche. Der stirbt auf jeden Fall. Ich habe so viel Sprengladungen um den herum gepackt, der platzt gleich. Tiger zerstört. Oh nein, außen an der Mauer kommt wieder welche herumgerannt. Ich habe ordentlich Kills. Wahrscheinlich habe ich noch Infanterie rund um den Tiger weggetötet. Das muss eine saumäßige Explosion eben gewesen sein. Schade, dass man das nicht mehr miterlebt hat. Ich habe irgendeine Kacke getötet. Aber gut, der Tiger ist weg. Das nimmt den drei Mann vorne. Das nimmt den Panzer vorne. Das nimmt den richtig viel Spielraum, den sie gehabt haben. Hier vorne wieder eine Satchel ran. Satchel liegt vorne. Die Satchel wird gleich ordentlich Kasala da machen. Die wird richtig reinboomen. Oh, die Zetsche wird auch ein paar von uns töten. Doc, du bist sehr nah dran. Doc Squad Lead. Oh Mann, da werde ich auch nicht Team gefangen. Mist, sorry. Oh, hab keine Teamkills gemacht. Gut.
Satchel ist wieder in place. Mist, die haben mich. Egal, Satchel geht gleich hoch, tötet alle. Satchel wird da gleich noch schön Leute rausnehmen, ey. Die wird richtig, richtig reinboomen. An der Stelle da. Oder hat jetzt auch schon Leute rausgenommen, wer weiß. Ja, der Bombing Run hat uns alle runtergetötet. Der hat reingezimmert. Oh, da müssen wir direkt wieder auf den Punkt drauf. Das wird richtig schwer. Oh nein, die kommen von hinten rein, von der anderen Seite, von Süden aus. Mist. Die stehen dran an der Mauer. Wenn die in Gram gehen, ist vorbei. Ist schon alles weitergegeben, das wissen die schon seit der ganzen Zeit. Die stehen südlich an der Mauer dran. Killer kann rechts von dir gleich. Ja, ich hab sie zweimal weggeholt. Sehr gut, dann sind die tot. Die waren nah dran. Keine Ahnung, wo die durchgeschlüpft sind. Ja, da ist noch einer. Doch, das können die noch schaffen. Du brauchst nur 2 Minuten, um Punkt zu cappen. Was? Ein Tiger kommt da gerade auch nochmal neu an. Tiger auf Delta Mark. Oh, Junge. Gegner ist noch close vorne am Punkt. Aber der Gegner wird seinen letzten Angriff aus Süden starten. Ja, Süden hat mich gerade was getötet. Die kommen in Süden jetzt rein. Satchel liegt wieder. Der Satchel, das war bisher immer absolut perfekt getimed. Das war ziemlich gut. Da kann ich gut mit leben mit den Dingern. Süden platzt gleich meine Satchel auf der Straße. Mist, ich hab irgendeinen Einen erwischt. Graben Süden kommt immer noch was. Hey, hallo! Junge, da kam auch wieder einer. Wow! Okay, da habe ich ordentlich welche von mir erwischt. 3 Mann. Hm? 1,30. Ja, ich glaube, den Rest der Runde spielt ihr gerade ohne mich, weil ich habe einen Punish-Time von 30 Sekunden, 40 Sekunden gekriegt. Also ich habe ordentlich welche weggemacht mit der Satchel. Auch von unseren. Ganzes Kurs stört auf dich. Ja, ich weiß.
Aber wir schaffen's. Ich glaube auch. Und das nur, weil ich an uns geglaubt habe. Ich ganz allein. Ja. Ja. Gut, guck dir doch mal an. Der letzte Punkt, den können wir nicht behalten. Ja, der letzte Punkt ist eigentlich extrem schwierig. Also warum der Gegner hier nicht hier einfach mit dem Panzer reingefahren ist, verstehe ich nicht ganz. Ich habe jetzt genau 80 Kills. Wenn es noch 20 Minuten gäbe, hätte ich 100 Abschüsse. Ja, können sie ja auch, ey. Ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Eigentlich waren schon welche vorne dran an der Mauer. Sie haben es irgendwie nicht genutzt, ihre Chance. Die haben aber auch keine Satchel gelegt. Ich habe die ganze Zeit Satchels über den gepackt. Alles explodiert hier andauernd. Komm, den einen Tod hole ich mir jetzt noch. 15 Sekunden. Ja, da ist der Tod. 81-41. Ja, GG, gut gemacht, Alter. Ja, das war eine sehr, sehr geile Runde. Hat viel, viel Bock gemacht. Waren auch viele Zuschauer mit dabei. Finde ich gut. Er hat 18 Abschüsse, 41 Tode. Solides 2-0er KD-Verhältnis. Er hat zwar dem Sebi-Master und dem Opfer, dem Philipp. Zerstörte Bauten habe ich... Na, lass mal gucken. 3 OPs habe ich erwischt. Das Leben 0 Sekunden. Also Spawn und Instant Tod. Finde ich gut. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Like oder Abo wären ganz nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis dann. Tschüss.